Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Map Legends mit mir, dem Kirsch. So, ich kann schon mal zeigen, was jetzt passiert ist in der letzten kurzen Zeit zwischen diesen Aufnahmen. Eigentlich ist es in der Tag gegangen. Aber wir haben die mit Stein befüllt. Und ich habe hier schon mal einen ganzen Boden aus Block of Quartz gemacht, weil hier soll ja unsere Challenge stattfinden. Mit EMC Solarpanels herstellen. Bis zum High Voltage hoch. Allerdings müssen wir das jetzt Schritt für Schritt machen. Und zwar brauchen wir halt erstmal für das normale Solarpanel den Generator. Das heißt, wir brauchen einen Eisenofen, den werden wir nur aus Eisen herstellen. Das heißt, vorher machen wir uns erstmal einen tragbaren EMC Table. Ich sollte mich wirklich nicht verspringen. Okay, Project E. Und zwar diesen hier unten. Dafür brauchen wir Dark Matter und Cleanstone. 1, 2, 3, 4, ganz billig. Ja, langt gerade so. Stimmt, ich habe ja die Golden Pickaxe hier reingetan. Ach ja. Okay, dann machen wir uns den mal schnell. Da. Sehr schön, jetzt haben wir nämlich auch wieder EMC unterwegs. Und können uns halt auch das alles dann herstellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, hatte ich die drin? Ja, hatte ich drin. Sehr gut. Allerdings gibt es ja hier das mit den MK. War das hier? MK2 von TubeStuff, genau. Oder Auto. Auto Workbench, ja. Auto Project, ne, wir nehmen den hier von TubeStuff. Das heißt, wir bräuchten noch Gold Nuggets. Gold. Chest. Length. Crafting. Ach, so mal ein Table. Und Cobblestone. Ach, den haben wir hier. Demzufolge können wir uns das jetzt schon herstellen. Gleich mal ein paar mehr. Der Rest kann wieder weg. So. Da denke ich mal, da fangen wir uns. Was brauchten wir noch? Eigentlich nichts. Bloß dann die Hopper und noch ein paar Black Hole Chests. Schauen wir mal, ob die eine Kiste leer ist. Ich dachte allerdings, die hier war leer. Ja, sehr gut. Schade, dass die jetzt hier gerade keine EMC hat. Oder hat die? Nein, die hat natürlich keine EMC. Okay. Das heißt, wir brauchen Dia-Blöcke, 2 Stacks, 1 Stack Chest und Obsidian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir nämlich gleich mal ein paar mehr. Nicht blach, meine Güte. So. Sehr gut. Die können wieder weg. So. Ja, wir brauchen ja dafür erstmal dann halt Solar. Wir machen jetzt Schritt für Schritt. Wir brauchen einen Generator. Das heißt, wir brauchen Machine Block. Warte mal, wir brauchen es oder so. Refined Iron. Ah, okay. Dann brauchen wir erstmal ein paar von denen hier. Ein paar von denen. Oh. Und noch ein bisschen Baumaterial. Nehmen einfach mal Oak, weil das können wir schneller wegbauen mit unserer Axt. Und haben keine Probleme damit. So. Hier kommt auf jeden Fall die Wand hin. Ah.
das war natürlich nicht so. Effektiv, hallo? Ich dachte schon. Ja. So. Okay, dann kommt erstmal dahinter der Energy M-Kondenser. Ja, machen wir erstmal schnell Eisen. Eisen, Eisen, Iron. Ein bisschen auf die Zeit achten. Wir brauchen Refined Iron. So, das hat ja 256. Mal gucken, wie gut wir das mit Vieren produzieren können. Na gut, das geht ja noch relativ gut. So. Ja, da brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Hier kommt auch Refined Iron rein. So. Sehr gut. Jetzt bräuchten wir wieder Hopper. Die darf man nämlich auch nicht vergessen. So, diese gehen dann automatisch gleich in einen Auto-Crafting Table, den ich erstmal einspeichern muss. Geht nicht. Okay. Mal gucken, waren das überhaupt die? Auf jeden Fall haben die ein größeres Inventar. Gut, ja, das können wir machen. Ich hätte doch nicht das ganze Holz schon wegnehmen sollen. Zack, zack. Sehr gut. Ja. Versuchen wir Holz mit einer Spitzhacke. Mhm. So. Okay, jetzt können wir aber nehmen. Natürlich, da jetzt noch nichts eingespeichert ist, kann ja auch noch nichts passieren. 1, 2, 3, 4, 5. Oder waren das die? Nein, die funktionieren nicht mit denen. Nö. Miserabel, also müssen wir doch die anderen machen. Okay, was für umsonst. Ah, hauen wir die mal hier rein. MK. Ne, das war jetzt gerade die MKs, oder? Hirn. Ja, also müssen wir wirklich die von BC Factory nehmen. Ja, wir nehmen die, also brauchen wir Stone Gear und Stone Gear. Zang, zang. Table. So, da kann man die nämlich auch wieder mitnehmen. Zack. Einmal bitte einspeichern, Dankeschön. So. Jetzt werden die schon produziert. Und was wollten wir? Brauchen wir jetzt Solar. Wir machen jetzt mal den Generator. Das heißt, wir brauchen eigentlich einmal ein normales Eisen. Okay. Iron. Ist ja kein Problem.
Tu mal hier umswitchen. Nehmen wir die hier raus. Ist ja nicht verschwendet. Und wir gehen mal schnell schlafen. Hier ist ja noch nicht ausgeleuchtet. Aber wirklich. So, ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Entweder ist es bei mir nur so auf dem Kopfhörer so laut, das kann natürlich sein. Ha, ansonsten schreibt es mal in die Kommentare. Es kann das allerdings sein, dass erst in der dritten Folge, die ich jetzt nochmal ein Stück aufnehme, oder vierten Folge dann bei der nächsten Aufnahme wieder ändern werde. So. Okay, jetzt machen wir einen Eisenofen. Sehr gut. Dann brauchen wir noch Machine Block. Was war halt, stopp. Auch stopp. Schlimm. Wir brauchen das ja dann andersweitig. Wenn wir es nach dem oberen Rezept machen. Gut. Also können die eigentlich hier weg. So, das kommt hier rein. Schadet nichts. Okay. Das müssen wir dann andersweitig verwerten. Hier werden Eisenöfen hergestellt. Das brauchen wir ja für hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier drüben Tin, Redstone, Copper und Rubber. Tin. Redstone. Schlimm, Entschuldigung. Redstone. Copper und Rubber. Und du standest im Weg. Aber dafür haben wir jetzt schwarze Wolle. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr überlegen. Wir müssen Copper-Cable machen. Das heißt, wir müssen einmal Rubber und Copper zusammenbringen. Angenommen, hier kommt ja die hin. Oder können wir sogar noch eins höher setzen. Axt. Obwohl da Steine drin verarbeitet sind, braucht es eine Axt. So, dann kriegt das sozusagen von hier einen Hopper. Von hier. Na, krieg ich es jetzt mal auf die Kai? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich fehle mal wieder nur. Okay. Hier kommt Rubber rein. Hier kommt Copper rein. EMC-Vergleich. Das hat das Vierfache, das heißt. 1, 2. Halt. So. Nö, können wir eigentlich so lassen, weil wir brauchen ja bloß einmal hier. Sehr schön. Kommt so einen gleichen Rhythmus rein. Allerdings könnte man bei Copper sogar noch einen mehr einsetzen, weil Rubber werden 6 verbraucht und Copper plus.
Denn dann ist. Ne, warte mal. Jetzt muss ich aber. Ne, muss ja sogar bei. Rapper mal einer mehr hin. So rum war's. Gut. So, jetzt haben wir schon mal diese Produktion. Jetzt brauche ich auch mal wieder die Axt, die in der letzten Slotbar hing. Sehr gut. Vorher muss ich hier noch. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich das möchte. Redstone hat 64. Oh, Tin hat ein bisschen mehr. Okay, das heißt wirklich, ich muss hier mal einen Tin hinsetzen. Verdammt. Bisschen umplanen. Nehmen wir den weg. Na, so, muss man es halt so machen. Okay, jetzt kann ich nur hoffen. Ja, wird rausgezogen. Sehr schön. Solar. Nein, halt, stopp. So. Dann muss hier ja nur Tin und Redstone rein. Und das tue ich gleich mal in der Black Hole Chest leiten. Man weiß ja nie. So, und hier werden jetzt erstmal unsere RE-Batterien hergestellt. Und hoffen, dass es ungefähr so passt. Es kann natürlich sein, dass ich. Ja, erstmal noch einen Hopper hinsetze, wo keiner hin muss, unbedingt. Ach gut, ich kann auch von hinten ein bisschen. Doch nicht? Och nö. Es muss halt immer so. Drei Tin müssen überbleiben. So, jetzt werden wir uns erstmal hier RE-Batterien. Hier kommt Eisen. Und hier haben wir ja Refined Iron. Genau. Wie machen wir das? Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Das sage ich schon mal an der Stelle hier. Danke fürs Zuschauen, habt es gefallen, kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halt nicht. In dem Sinne, macht's gut und bis morgen. Tschüss.